Hallo, in diesem Video geht es diesmal um ein ganz besonderes Thema als sonst üblich. Keine Glühdinger, keine antiken Computer oder sonstigen Nippes. Zuerst aber eine Triggerwarnung. Es geht diesmal um seelischen und körperlichen Missbrauch, Vernachlässigung, Ärztephobien, Angststörungen und Depressionen. Es ist extrem schwer, als Betroffener nach Hilfe zu suchen. Aber tut es, stellt euch dem Scheiß, es kostet Energie, extrem viel Energie und Zeit. Versucht nicht, wie ich, in den Teufelskreis zu kommen. Dieser ist wie ein schwarzes Loch und lässt euch nicht mehr los. Wer sich bei diesem Thema unwohl fühlen sollte, bitte sofort stoppen. 5, 4, 3, 2, 1. Irgendwann muss jeder einmal Zeugnis ablegen. Ich bin jetzt über 48 Jahre alt und die ersten 26 Jahre waren zum Kotzen. Vorsichtig ausgedrückt. Dieses Video handelt darüber, mein Leben, wodurch ich so geworden bin, wie ich halt bin. Vieles wurde noch nicht öffentlich erzählt. Wer glaubt, mich zu kennen, wird eventuell neuere Erkenntnisse haben. Ich starte mit dem Zitat von Leo Ferré über die Wahrheit. Oder wie es Dieter Bohlen ausdrücken würde, nichts als die Wahrheit. Dieses Video soll auch als Blitzableiter gegen meine zweite Ärztephobie fungieren. Ich muss in 3 Wochen wieder ins Krankenhaus und habe wieder panische Angstzustände und schwere Albträume. Nicht vor der OP selbst oder dass ich IOL werde, da bin ich schon seit Mitte der 80er Jahre jenseits der Angst. Ängste sind irrational und unlogisch. Betroffene, besonders hilfreich sind dann Sprüche wie stell dich doch nicht so an oder Verhöhnungen jeglicher Art. Details dazu später im Kapitel Maschine brennt. Es steht irgendwo geschrieben, du sollst Vater und Mutter ehren. Manchmal wäre dies sehr, sehr schwer. Beides ist mir inzwischen unmöglich. Wie hat Peter Alexander so schön gesungen, der Papa wird schon richten, der Papa, der macht's gut, der Papa, der macht alles, was sonst keiner gerne tut. Im Schlager- und Heile-Welt-Filme eventuell, in der Realität sieht es meist anders aus. Mein Vater war Hardcore-Alkoholiker. Und hatte ungefähr 1968 einen Unfall als Rangierer bei der Bahn. Er hat sich mit vollem Kopf mit einem Waggon angelegt und verloren, nämlich seinen rechten Arm. Nämlich dadurch wurde er ins Büro versetzt und spielte erfolgreich den armen, armen Mann, der sich mit einem Arm nicht wehren kann und nicht helfen kann. Dass er mit seinen Schlägerkommandos die Drecksarbeit erledigen ließ, das wurde dezent übergangen. Er kümmerte sich zu Anfang nicht um mich. Das änderte sich erst nach der Scheidung. Da begann sein Interesse an mir. Und auch ich machte dann Bekanntschaft mit seinen Schlägern. Bis zum heutigen Tag habe ich noch einen Teleskopschlagstock griffbereit am Bett liegen. Der letzte Kontakt war irgendwann 2091, Entschuldigung, 1991. Als er sich im Oktober 2017 totgesoffen und ich erfuhr erst ein halbes Jahr später von meinem Onkel darüber. Er hatte angeblich extrem große Probleme, mich zu finden. Ich habe dann die Erbschaft komplett abgelehnt. Ich weiß nicht, wie viel Geld es ging, aber ich weiß, es war schmutziges Geld. Die psychischen Auffälligkeiten meiner Mutter sind sehr lange, sehr, sehr lang. Ich versuche diese kurz zu erklären, da die Informationen dazu wichtig sind, um die späteren Ereignisse zu verstehen. Alles Mülltonne oder was? Es musste krampfhaft immer irgendwas weggeschmissen werden, egal was. Ob amtliche Dokumente, andere wichtige Unterlagen, Gegenstände bis hin zur Diskette. Alles lag dann zerbrochen im Mülleimer. Besonders angetan haben es ihr Zeitschriften. Diese wurden schön und fast auf schön sauber, fast auf Briefmarkengröße zerrissen. Da war jeder, der Reißwolf wäre, neidisch gewesen. Es war praktisch ein heiliges Ritual für sie. Krampfhafte Rechthaberei. Egal um welches Thema. Sie ist der Mund der absoluten Wahrheit. Und wenn die Menschen alle so denken würden wie sie, dann gäbe es keine Probleme auf der Welt. Absolute Fehlerfreiheit. Jeder ihrer Entscheidungen ist richtig und nicht zu hinterfragen. Alles oberhalb von Comics war für mich Tabu. Ich durfte das Buch
Ich würde das Buch doch sowieso nicht lesen und obendrein sowieso nicht verstehen. Besonders Tonbandkassetten und Videobänder waren nicht sicher vor ihr. Diese wurden kommentarlos benutzt, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Verluste in diesem Fall waren meine kompletten selbstgeschriebenen Computerprogramme aus der 8-Bit-Zeit und 16-Bit-Zeit. Um das kurz zu erklären: Anfangs habe ich Programme auf regulären Tonbandkassetten gespeichert und natürlich beschriftet. Aufgrund Geldmangels natürlich mit 10-fachem Turbo-Tape und alles hintereinander, bis halt die Seite mit 45 Minuten Laufzeit voll war. Mama wollte aber unbedingt Schlager aufzeichnen und brauchte auch Bänder. Sie hatte dasselbe Problem, kein Geld. Ihre Lösung, meine Datenbänder. Sie meinte dann immer, sie hätte vorher geschaut, ob das Band auch leer ist. Und was da angeblich war, war nur ein Rauschen. Ja, genau, das Rauschen. Bei Videobändern dasselbe Spiel. Da sie meine Disketten weggeworfen hat, habe ich damit begonnen, Daten auch auf normalen Videokassetten zu sichern. Auch mit dem Hintergrund, dass das reguläre Stromnetz bei uns sehr instabil war, da regelmäßig die Sicherung rausgefallen ist. Natürlich nur aus Versehen. Im Klartext, sie hat es irgendwie abgeschaltet, weil wieder irgendwas in ihrem Kopf anders war, was wie es sein sollte. Also waren regelmäßige Datensicherungen Pflicht. Die Videorekorder der 90er Jahre waren bereits so stabil in der Bildqualität, dass dies als Billigstreamer benutzt werden konnte. Die kommerzielle Hardware dazu konnte ich mir nicht leisten, hatte aber einen Lötkolben mit einer schiefen Spitze und meine gefühlten 200-fach recycelten Bauteile. Damit konnte ich eine entsprechende Schaltung bauen und die dazugehörige Software war auch kein großes Problem. Soweit der theoretische Ansatz. Sie wollte unbedingt ihre Schnulzen aufzeichnen. Sie hat aber kein Band. Dasselbe Spiel, selbe Prozedere. Es war nur schwarz-weißes Flimmern drauf. Der oben eingeblendete Kinderarzt Dr. Fröhlich ist ein realer Film mit Roy Black. Das war eines ihrer Lieblingsfilme. Und der Klassiker, wie scheiße ich bin. Wieso hörst du nicht auf mich? Wieso hörst du nicht auf andere Leute? Sie meinte natürlich, wieso höre ich nicht auf ihre Meinung. Neben in den anderen Kommentaren zu meiner Person auch Feststellungen wie, du wirst mal eine sehr, 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 sehr schwere Krankheit haben. Gemeint war HIV, da ja ihrer Meinung nach alle Schwulen HIV haben. Die finale Feststellung war dann, wenn du so weitermachst, kommst du in die Gosse. Naja, muss man dann wohl akzeptieren. Es geht los. Die Uhren stehen auf Null. Die erste aktive Erinnerung meines Lebens beginnt mit meinem Kinderarzt. Ja, und ja. Egal, was eine sogenannte Amtsperson sagte, wie Lehrer oder Weißkittel, es wurde als pure Wahrheit und blind befolgt. Ohne auch nur den Gedanken dran zu verschwenden, macht das überhaupt Sinn? Kann das sein? Ihre spätere Ausrede wird sein, ich wusste das nicht besser und dachte, das muss so sein. Dieses andauernde Jahr wird mir extrem viel Energie kosten, bis zum heutigen Tag. Ich muss dazu sagen, dieser Text ist jetzt für mich ein bisschen schwer. Es kann sein, dass ich mir das ein oder andere Mal verhaspele. Ja, kann der Spruch einer Fernsehshow? Wir haben 100 Leute gefragt. Laut Mama ist es ein sehr guter Kinderarzt. Wie es in Statistiken halt so üblich ist, ist das Ergebnis abhängig, wen man fragt und wie man die Frage formuliert. Fast alle Eltern von Jungen, die ich selbst auf Dr. X angesprochen habe, haben es ähnliche Antworten gegeben. Einige der nettesten Antworten waren Sadist und Grobian. Auffällig war, die Eltern von Mädchen haben Dr. X immer gelobt. Eventuell hat der Gute an den Prinzessin Lilyfields vielleicht auch kein Interesse gehabt. Einer seiner Spezialitäten war auch die Blutsenkung. Diese wurde immer gemacht, egal wann oder weshalb man in der Praxis war. Die Senkungskuvetten standen offen in einem Durchgang wie in einem Horrorfilm. Heute absolut undenkbar.
Abgenommen wurde natürlich nach Strauß, Stil echt mit Werbekanüle und Glasspritze. Zu diesem Thema habe ich bereits ein eigenes Video erstellt. 1977 begann dann der Tanz. Was ich angeblich hatte, konnte nie geklärt werden. Meine Mutter hat, wie immer, alle Unterlagen feinsäuberlich weggeworfen und brav Ja gesagt. Ich bekam 6 Monate lang regelmäßig Spritzen in die Nähe bei der Nebennieren. Was für eine Scheiße gespritzt wurde, weiß ich bis heute nicht. Aber das Ergebnis: Mein endokrinologisches System fährt seitdem Achterbahn. Anfangs 1978 war dann angeblich eine OP fällig. Auf Anraten von Dr. X. Operiert wurde im Krankenhaus A von Dr. Y. Dr. Y war damals noch ein Assistenzarzt und später dann Belegsarzt in einer Gemeinschaftspraxis. Die hier abgebildeten Instrumente sind von ca. 1870 und noch schärfer und besserer Qualität als das Skalpell, mit dem ich 1978 aufgeschlitzt wurde. Was blieb von der OP? Nun, eine kleine 16 cm lange Narbe, extrem wulstig und bis zum 24. Lebensjahr extrem schmerzhaft. Mit Erreichen des 18. Lebensjahres habe ich versucht, Unterlagen zu bekommen. Das Ergebnis: Dr. X war tot, die Praxis wurde von seiner Tochter übernommen. Keine Unterlagen. Dr. Y, sein Name war damals sehr selten. Als ich dort persönlich vorstellig wurde, sah man ihm im Gesicht geschrieben, dass er wusste, weshalb ich gekommen bin. Er erzählte mir, Zitat, Sie haben keine Schmerzen. Unterlagen gab es natürlich auch nicht. Klinik A, es gab keine Unterlagen zu meiner Person. Es war nicht mal feststellbar, dass ich überhaupt stationär aufgenommen wurde. Krankenkasse meines Vaters? Unbekannt. Ich war nie in der Klinik A Patient. Es gibt nur extrem wenige Bilder von mir als Kind und Jugendlicher. Aber es gibt zwei sehr gute, ein Jahr vor der OP und ein Jahr danach. Die analogen Kameras lügen nicht und die Bilder sind sehr eindeutig. Die 1978 ausgelösten Ereignisse wurden zur Kettenreaktion in Kombination, dass ich ab 1989 durch meine Mutter nicht mehr zum Arzt gehen konnte, aus Geldmangel. Dazu mehr im Kapitel Vernachlässigung und Straße. So, jetzt gibt es nur die Notiz an mich selbst, nämlich das Gift zu starten. So. Diese Ereignisse haben mich extrem geprägt. Ich war danach nur noch schwer in eine Arztpraxis zu bekommen. Erst 1999 konnte ich damit beginnen, die Phobie zu bekämpfen. Mit Erfolg. 2001 war ich wieder in der Lage, normal mit den selbsternannten Halbgöttern in Weiß umzugehen. Bis 2017 im Kapitel Maschine brennt. Begann für mich die Schullaufbahn mit dem ersten Schultag. Alles sind an mir verzweifelt. Meine Lehrerin, Frau A. und meine Mutter. Denn ich habe mit links geschrieben. Meinung meiner Mutter war, das habe ich mir von meinem Vater abgeschaut, denn der musste aufgrund seines Unfalls ja mit links schreiben. Meine Klassenlehrerin, Frau A., hat zu meiner Mutter gesagt, ich nehme Ihren Sohn nicht mit in die zweite Klasse, wenn er weiterhin mit der linken Hand schreibt. Und was eine Amtsperson sagt, war für meine Mutter Gesetz. Also wurde ich mit körperlicher Gewalt umgedreht. Zuerst mit dem guten Zureden und dann mit dem Festbinden der linken Hand auf dem Rücken. Das hat alles nichts genützt. Ich habe weiterhin mit der linken Hand geschrieben, wann immer es möglich war. Frau A. hat dann den schulpsychologischen Dienst eingeschaltet. Das Ergebnis: Ich wurde von der Schule freigestellt und musste 2 Tage lang in die Neurologie. Verdacht auf einen Hirnschaden. Ich wurde auf den Kopf gestellt. Röntgen, EEG und x verschiedene Tests wurden durchgeführt. Das Ergebnis war erschütternd. Erstens, Ihr Sohn ist kerngesund, also zumindest neurologisch. Und zweitens, Ihr Sohn ist wahrscheinlich hochbegabt. Meine hochbegabten Förderung sah dann so aus.
Tatütata. Meine Hochbegabtenförderung sah dann so aus, ich wurde in die Vorschule zurückgeschickt mit der Begründung zu verspielt, inklusive einem erweiterten Rechtstraining. Im Schuljahr 81-82 war ich zum zweiten Mal am Start und ich werde von da an immer der Größte in der Klasse sein. Und was war mit der Schrift? Eine Katastrophe vor dem Herrn. Ich habe mit beiden Händen geschrieben und dazu noch grottenschlecht. Mein Klassenlehrer, Herr R., Name bekannt und er hatte ein Vollbart, war das aber egal und er nahm mich mit in die zweite Klasse. Das Schulgebäude wurde gewechselt und ich bekam in der zweiten Klasse wieder eine Klassenlehrerin, Frau B. Und das rechte Spiel begann wieder aufs Neue, mit doppelter Windstärke oder dreifacher Windstärke, besser gesagt. In der dritten Klasse war meine Versetzung wieder mal gefährdet, weil ich die 5 falsch geschrieben habe. Frau C., meine Mathematiklehrerin, wollte, dass ich zuerst den Bauch und dann das Dach schreibe. Ich habe aber immer die 5 in einem Zug geschrieben. Mache ich übrigens bis heute noch. Innerhalb der dritten Klasse ist dann wieder eine Umschulung erfolgt und Frau C. war mit meiner 5 zufrieden, was mir eine 4 in Mathematik eingebracht hat und damit das Ticket für die vierte Klasse. Ein Mitschüler hatte es nicht geschafft, er hat verzockt, weil er die 7 falsch geschrieben hat. Was an der 7 falsch war, konnte nie wirklich geklärt werden, eventuell war die Dame einfach nur, ich sag's jetzt nicht, aus Jugendschutzgründen. Die Empfehlung der Grundschule für mich war eine Sonderschule für Lernbehinderte. Zum Glück hat meine Mutter eine der wenigen Befehle, die sie nicht befolgt hat. Ich wurde in die Gesamtschule zur 5. Klasse angemeldet für das Schuljahr 85-86. Die Erzählungen verlaufen jetzt etwas parallel. In diesem Kapitel geht es nur um die schulische Laufzeit, im folgenden Kapitel explizit um die Vernachlässigungen und die damit erfolgten Konsequenzen. Im Großen und Ganzen bin ich problemlos in die 10. Klasse gekommen, inklusive der Berechtigung für das Technische Gymnasium, was aber aufgrund der Vernachlässigung nicht realisierbar war. Das einzigste wirkliche Problem war meine Handschrift und wieder meine Handschrift und meine Handschrift. Es war zum Weglaufen. Schreib sauber, schreib langsam, schreib ordentlich, halte den Füller so und so und so und so, nein, 2,8 Grad mehr hoch, mehr runter, mehr rechts, mehr links, etwas mehr Druck. Die Ratschläge füllen ein ganzes Buch quer durch die Lehrerschaft, denn jeder sagte was anderes. ...1987 beginnt die Hochphase der Trennung meiner Eltern. Mein Vater begann damit, uns zu terrorisieren. Farbe ins Autoschloss, abgebrochene Antenne, zerkratzte Scheiben, tägliches abgerissenes Klingelschild, das übliche Programm. 1989 wurde die Scheidung rechtskräftig und mein Vater hat keinen Unterhalt bezahlt, keinen einzigen Pfennig. Wir hätten Anspruch auf die komplette Leistung des Sozialsystems gehabt, aber meine Mutter weigerte sich, aufs Amt zu gehen. Allein schon der Gedanke war unvorstellbar. In ihrem Wahnsinn kündigte sie auch die Wohnung. Wie wir zu Geld gekommen sind, erzähle ich im Kapitel Rote Schatten. Im Dezember 1988 begannen wir damit, die Wohnung auszuräumen. Vieles flog auf den Müll und die gesamten Möbel wurden zu unserer Garage gestellt. Dieser Umzug fand praktisch nur nachts statt, damit mit uns niemand sieht. Die größte Panik meiner Mutter war, gesehen zu werden, dass die Nachbarn irgendwas zu uns sagen. Es war ihr Horrorvorstellung. Natürlich hat mein Vater das mitbekommen. Seine Stammkneipe war nur 100 Meter weiter die Straße entlang. Er lief spätabends dann vor unserer Wohnung schreiend herum und durch die Straßen, dass wenn er uns erwischen würde, würde was passieren und dass er die Garage anzünden würde. Um die Weihnachtszeit war die Wohnung dann leer und es gab die Schlüsselübergabe. Die Garage, eine alte Wellblechgarage aus den 70er Jahren, voll mit alten und trockenen Möbeln.
Entdecke die Möglichkeiten. Meine Mutter schlief ab jetzt im Auto, mit dem Hund, beim Fernmeldeamt und ich in der Garage. Ohne Heizung, ohne sanitären Einrichtungen. Apropos Sanitär. Waschen und Toilette gingen nur auf dem Bahnhofsklo bzw. im Schnellrestaurant. Ich hatte noch den Spruch meines Vaters im Ohr. So von Abrennen und so. Ich wusste aber, er weiß, dass ich darin schlafe. Das Problem war, dass seine Handlanger, die unter Umständen mit vollem Kopf dachten, sie könnten meinem Vater eine Freude machen und eine Kippe durch die Schlitzen werfen. Das Problem, die Garage war von innen nicht zu öffnen. Ich wäre also bei lebendigem Leib verbrannt. Ich hatte 3 Monate in dieser Garage verbracht und bin währenddessen normal weiter zur Schule gegangen. Ich wurde immer gammeliger und meiner Mutter war das egal. Ich musste monatelang in der exakt gleichen Hose rumlaufen, mit riesigen Löchern im Schritt und ungewaschenen Unterhosen. Ihre Aussage, Zitat, das sieht man nicht. Ich hatte keinen richtigen Mantel, Entschuldigung, nur eine dünne Weste. Das musste bei jedem Wetter reichen. Waschmaschine, was ist das? Schuhe kamen aus dem Containern, meist viel zu klein. Ich hatte 2 Jahre lang chronische blutige Fersen dadurch. Auch die Wohnung wurde immer siffiger. Es war wie in den billigen Pseudoreportagen im Privatfernsehen, nur in echt. Die Frage, hat das niemand gemerkt in der Schule? Die kurze Antwort, nein, es hat niemanden interessiert. Es hat niemanden interessiert. Ich sage es nochmal, es hat niemanden gejuckt. Man konnte rumlaufen, zerflettert, versifft, stinkend. Es hat in der Schule niemanden gejuckt. Wichtiger war aber schreib rechts. Im Bild ist meine Haltestelle und die Eisenbahnbrücke, vor der ich jeden Morgen mit meinem Gammel-Look in die Schule gefahren bin. Wohl unnötig zu sagen, ohne Fahrschein. Mitte 1989 bekommen wir eine Wohnung in der Innenstadt. Um die Frage nach der Finanzierung zu klären, von da an, da sich meine Mutter immer noch geweigert hat, aufs Amt zu gehen, musste eine Alternative her. Kurze Antwort, die Wahrheit ist halt zum Kotzen, sie ging lieber auf den Strich statt aufs zum Amt. Dies hatte Konsequenzen. Die Wohnung wurde immer verwahrloster, mich eingeschlossen. Ich durfte nicht zum Arzt gehen, da keine Versicherung vorhanden war. In der Wohnung selbst, beziehungsweise über uns, gab es einen Wasserschaden. Auch unsere Wände wurden feucht. Sie hat sich nicht darum gekümmert. Der Vermieter war es egal, denn ein Mieter, der sich nicht beschwert, ist ein guter Mieter. Sie hat einen neuen Freund kennengelernt und viel Zeit dort verbracht, zum Schnackseln. Mich hat sie ohne Essen und Geld zu Hause gelassen, inklusive Hund. Wenn sie jemanden getroffen hat, der uns kannte und gefragt wurde, wo bin ich, sagte sie, Zitat, bei den Pfadfindern. In Wirklichkeit saß ich in dem Drecksloch. Der Wasserschaden zog eine massive Schwarzschimmelbelastung nach in praktisch jedem Zimmer, riesige schwarze Flecken. Ich bekam schließlich eine Lungenentzündung und lag fiebrig und klatschnass geschwitzt im Bett. Ihr Freund fragte, ob ich beim Arzt gewesen bin. Sie sagte sofort, ja. Ich war beim Arzt und es ist nur eine kleine Erkältung. Ich hatte nicht mehr die Kraft zu widersprechen. Eine ihrer vielen Lügengeschichten. Der Zivildienst war meine Rettung. Ich beantragte einen vorzeitigen Einzug. Damit konnte ich in der Dienstunterkunft wohnen und konnte somit zum Arzt. Die Zivi-Unterkunft war nicht das Hotel Europa, klar, aber besser als zu Hause. In diesem Zusammenhang möchte ich doch nachträglich Manfred D. danken, der mir als Vorgesetzter sehr viel geholfen hat, und zwar extrem viel. Genauso Ingeborg, eine Zimmerkollegin. Ich habe beide aus den Augen verloren und weiß nicht, ob sie dieses Video sehen. Falls doch, nochmal herzlichen Dank für alles. Meine Mutter wurde noch zweimal schwanger, direkt hintereinander. Die Babys mussten in den verschimmelten Zimmern schlafen und ich wurde als Ersatzvater herangezogen, ohne Rücksicht auf Verluste. Zu meinen beiden Halbbrüdern habe ich lange Zeit keinen Kontakt. Dies hat sich in den letzten Monaten etwas geändert. Nach meinem Weggang habe ich bewusst 13 Jahre lang keinen Kontakt mehr
zur Mutter gehabt. Nach meiner Heirat gab es einen Versuch, aus der Eiszeit herauszukommen, aber es gab wieder Probleme und sie ist wieder in ihren altes Verhaltensmuster zurückgefallen. Stichwort: Du bist doch immunkrank. Also wieder Eiszeit. Wohl für den Rest. Mit den beiden Halbbrüdern besteht sporadisch Kontakt und sie haben unabhängig voneinander ähnliche Geschichten ihrer Mutter erzählt, deren Ende ich bereits wusste, bevor die Erzählung zu Ende war. Während des Zivildienstes habe ich einen Tipp bekommen für eine Stelle als Programmierer. Mich dort beworben und die Stelle bekommen. Jetzt müsste ein Tusch kommen. Das war mein Ticket raus aus dieser Soße. Theoretisch ja. Aber in der Praxis lief es noch nicht ganz so rund, denn in der Firma war das Betriebsklima eher mau und es wurde viel gemobbt. Ein Arbeitskollege wohnte auf derselben Etage im Wohnbunker wie ich und während des Essens fielen so Kommentare wie: der Sockel hat nur Männerbesuche. Ich muss dazu sagen, ich habe seinen Fernseher nicht reparieren wollen. Vielleicht wollte er ja auch mal Männerbesuche haben. Zeitgleich nervte meine Mutter mit regelmäßigen Besuchen und Kommentaren wie: Die Kinder sind traurig, wenn sie dich nicht sehen, oder Sturm geklingelt am Samstagmorgen um 4 Uhr. Wir fahren jetzt in den Europapark. Die Kinder wollen mit dir und nur mit dir Achterbahn fahren. Egal, was ich vorhatte, mein soziales Leben ging auf Null. Anfang 1999 habe ich meine Stelle gekündigt. Es ging nicht mehr. Und wir haben Druckabfall in der Kabine. Das Licht geht aus. Von jetzt an gleich auf sofort. Mit Gedanken wie: Was soll das und macht das alles überhaupt noch Sinn? Eine Depression erwischt mich eiskalt. Ich hatte praktisch niemanden zum Sprechen. Ärztephobie? Wer kann mir noch helfen? Es war praktisch wie ein Kurzschluss im Gehirn. Ich habe jetzt all diese Scheiße mitgemacht und da muss es einen Ausweg geben. Und diesen Ausweg habe ich gefunden und die Lösung lag in meiner Heavy Duty Playlist, damals noch als Kassette, Mixtape genannt, die jetzt seit über 25 Jahren unverändert noch existiert, jetzt aber als MP3. Und drei Titel sind noch im Original, aus dem Original Mixtape, da ich die Live-Versionen nicht mehr gefunden habe. Die entscheidenden drei Liedstellen waren: Ich hoffe jetzt keine Copyright-Verletzung zu begehen, von Achim Reichel, der Spieler. Und der Spieler setzt alles auf eine Zahl, auf den höchsten Sieg und auf die tiefste Qual. Von Gitte Henning, jetzt geht es aufwärts. Zwar wir liegen ganz am Boden, doch der Vorteil ist dabei. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Und zum Schluss Milva, hurra, wir leben noch. Hurra, wir leben noch. Nach all dem Dunkeln sehen wir wieder Licht. Wir leben noch. Der Satz bekam ein anderes Gewicht. So schlimm es ist, es wird das, was man nicht vergisst. Wir leben noch. Das sind zwar nur Worte, aber sie haben mir extrem geholfen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe, aber ich habe Mitte 1999 ein Angebot aus München bekommen, als Programmierer. Ich habe nicht lange nachgedacht und mich in den Zug gesetzt zum Vorstellungsgespräch und die Stelle bekommen. Es war mein Ticket in die Freiheit, wo niemand meinen Namen kennt. Der Umzug war ein paar Computer, zwei kleine Kartons mit Röhren und ein bisschen Nippes. Und für den 12. August 1999 angesetzt, einen Tag nach der totalen Sonnenfinsternis 1999. Eine Bekannte meines Mannes würde jetzt sagen, das war ein Zeichen des Universums. Ich würde nicht so weit gehen, aber es war in der Tat ein Zeichen für mich und ich war ein neuer Mensch, weit, weit weg von meiner Mutter. Und ich war auch in der Lage, meine Ärztephobie in den Griff zu bekommen. Es geht alles. In München hat arbeitsmäßig alles funktioniert.
Anfang 2001 bin ich in die Medizintechnik gewechselt, ab 2004 als Selbstständiger. Systemstatus 100%, alles im grünen Bereich. Aber irgendwas ist immer. Die Eskapaden meines Kinderarztes haben Spuren hinterlassen, sehr tiefe. Nicht nur seelische, sondern auch handfeste körperliche Spuren. Ich habe aber einen Fehler gemacht. Ich war Kassenopfer und wurde immer relativ schnell abgearbeitet. Der ist zu dick, der ist zu dies, der ist zu das und vor allem der ist zu dick. Warum ich aber zu dick bin oder zu dick war, wurde nie hinterfragt. Es hatte nämlich einen kleinen Grund. Ich habe eine genaue Historie aller Ereignisse vorgelegt. Das Problem ist, es wurde nur oberflächlich gelesen oder überhaupt nicht. Und der Patient wird nach Schema X behandelt. 9 Fachärzte derselben Fachrichtung haben an mir rumgedoktert, das heißt nur an den Symptomen. Die Ursache wurde nicht erkannt. Man sieht halt den Wald vor lauter Bäumen nicht oder will ihn nicht sehen. Meine Bitte an Ärzte und Pflegepersonal: Hört auf, Patienten wie Müll zu behandeln. Behandelt sie so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Und immer daran denken, wenn der Patient Nein sagt, heißt das Nein, egal was der Führer befiehlt. Fehler passieren, das ist keine Frage. Aber steht dann bitte auch offen dazu. Es ist kontraproduktiv, den Patienten nach einem Fehlverhalten der Lüge und Falschaussage zu bezichtigen, nur um seine eigenen Fehler zu verdecken. Was ich jetzt sage, steht ausführlich im Anhang meiner notariell beglaubigten und unterschriebenen Patientenverfügung mit allen Namen und Orten. Und diese Liste werde ich jederzeit wieder unterschreiben. 2017 war halt der gesundheitliche High Noon. Ich wurde in eine der größten Münchner Kliniken eingeliefert, nennen wir sie mal Klinik B. Ich wurde nicht nur behandelt wie der letzte Dreck, sondern das Wort Nein war unbekannt. Ich habe eine Hilfe zum Duschen bekommen und da hat sich unter vier Augen der folgende Dialog oder besser Monolog entwickelt. Wollen Sie sich nicht mal rasieren? Fragezeichen. Kurze Zeit später kam der Spruch nochmal. Wollen Sie sich nicht mal rasieren? Fragezeichen. Ihr hat anscheinend der zweite Vollbart auch nicht gepasst. Sekunden später dann hat sie einen Kommentar nachgelegt, nämlich Zitat, Sie sehen ja aus wie ein Jude. Ich habe am dritten Tag auf eigene Verantwortung mich selbst entlassen. Es war unerträglich. Anfang 2018 in Klinik C. Dort musste ich zu folgender Frage Rechenschaft ablegen. Wieso sind Sie denn beschnitten? Fragezeichen. Mitte 2018 bekam ich einen Tipp von einem Kollegen über einen angeblich kompetenten Facharzt, Professor Dr. X. Nummer 10 auf meiner Liste. Er war auch Belegarzt in der Klinik D. Wenn ich Professor X im Nachhinein beschreiben müsste, würde mir Folgendes einfallen: Geldgeil, null Empathie, liest keine Unterlagen, gibt keine Fehler zu oder kurz gesagt, ein abgewichster Schmackel. Ein Witz am Rande. Wenn ich folgende Erzählung als Drehbuch für eine Serie abgeben würde, würde diese wohl abgelehnt, dazu unrealistisch. Die Realität schreibt halt doch die besten Drehbücher. Aber was war passiert? Ein Eingriff wurde für Ende 2018 geplant und ich habe exakte Bedingungen diktiert. Diese wurden akzeptiert, aber ich habe damals einen Fehler gemacht. Nur auf das Wort des sauberen Herrn Professors zu vertrauen. Ein sehr großer Fehler. Inzwischen gehe ich mit mehr Papier zu Ärzten als zum Steuerberater, um sicherzustellen, dass es keinen weiteren Zwischenfall oder irgendwelche Unklarheiten gibt. Ankunft in der Klinik D. Wegen eines Zugangs durch einen angeblichen Arzt ohne Namensschild. Dieser rammte mir rabiat viermal eine 18G-Pronyle in beide Arme, ohne die Vene zu finden. Das fünfte Mal noch rabiater als zuvor. Ich bin kurz vorm Umfallen, aber er hat was gefunden. Der Zugang schmerzt extrem. Im Warteraum habe ich nette Bilder gemacht. Zwei Anstiche
hat er nicht mal abverbunden. Später auf der Station hat eine Schwester sich geweigert, den Zugang zu ziehen, trotz extremster Schmerzen. Ich habe dann diesen selbst gezogen und Bilder von der Zickzack-Kanüle gemacht. Irgendwas wurde dann doch wohl getroffen und auch getroffen wurde der Nerv auf der anderen Hand, nämlich in der Armbeuge. Dieser wurde verletzt, als Giveaway wahrscheinlich. Und wieder zurück auf Anfang. Nach dem Zugang musste ich an Schwester X vorbei, die sich äußerst pampig gegenüber Patienten verhalten hat, nicht nur mir gegenüber. Ich habe sie an die Abmachung mit dem Herrn Professor erinnert. Sie wusste von nichts und meinte, Zitat, ich habe meine Anweisungen. Ich habe dann zweimal explizit widersprochen. Sie hat dann mit körperlicher Gewalt Fakten geschaffen. Der saubere Herr Professor meinte dann nur unter Zeugen geringfügige Unannehmlichkeit. Später im Nachgespräch unter vier Augen ist dann ein anderer Kommentar gefallen, den ich jetzt hier nicht wiedergeben möchte. Ich habe am 27.12. die Klinik um eine schriftliche Stellungnahme gebeten. Die Antwort erreichte mich bereits am 31.12. Wir sind ganz toll, wir sind nur für die Patienten da, alles zu ihrer Wohle. Wir haben alle beteiligten Personen gesprochen und werden diesen Fall intern aufarbeiten. Mit freundlichen Grüßen, fick dich. Ich habe dann einen Rechtsanwalt eingeschaltet, der zweite Hammer. Es war klar, um was es geht. Seine erste Frage war aber, und das ist jetzt kein Witz, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber können Sie Ihre Rechnung bezahlen? Im Laufe des Gesprächs wurde dann klar, dass der kein wirkliches Interesse daran hatte, Geld zu verdienen. Ich wurde durch einen Seitenausgang wieder herauskomplimentiert und wieder gefragt, darf ich Ihnen eine Rechnung stellen? Besagte Rechnung in Höhe von 234 Euro irgendwas hatte ich dann 23 Stunden später im Briefkasten und direkt bezahlt, dass es kein Geschrei gibt. Dann habe ich den medizinischen Dienst meiner Krankenkasse kontaktiert mit vielen Bildern. Dieser hat mir in allen Punkten Recht gegeben und wieder auf den juristischen Weg verwiesen, da ein rein medizinisches Fehlverhalten nicht zu 100% vorliegt. Wieder einen Anwalt gesucht, knapp 3.000 Euro ausgegeben für folgende Antworten. Der blutabnehmende Arzt ist nicht ermittelbar. Frau X hat mich nicht angefasst. Ich wurde der Lüge und Falschaussage bezichtigt und der saubere Herr Professor hat sich nie wieder geäußert. Danach war ich bedient und es war klar, als Kassenopfer wirst du in München nicht mehr glücklich. Also habe ich den 11. Facharzt, in diesem Fall eine Fachärztin, als Privatpatient konsultiert. Und siehe da, die Unterlagen wurden gelesen und die richtigen Schlüsse gezogen. Was seit über 30 Jahren mein Problem war. Wie man in meiner alten Heimat sagen würde, da schnallst du doch ab. Ich habe zu Anfang gesagt, dass ich 3 Wochen wieder in einem Krankenhaus bin und tierische Panik schiebe vor einem erneuten Zwischenfall. Vor knapp 2 Stunden, während ich diesen Text geschrieben habe, wurde ich angerufen aus der Klinik, dass es leider nicht möglich ist, meine Bedingungen rechtsverbindlich in meiner Form zu akzeptieren bzw. akzeptieren zu wollen. Und haben Sie bitte Verständnis für unsere Seite. Wir haben auch Verständnis, hahaha, für Ihre Seite. Ja, was soll man denn dazu sagen, wer Ironie findet? Und zuletzt, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gesprochen habe, aber ein Wort zum Schluss. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Macht was draus. Bis bald.